Grüß dich. Die Worte aus heutigem Evangelium erscheinen so dramatisch, so endgültig. Und manchmal hatte ich gedacht, wieso macht er sowas? Wieso entscheidet Jesu als der Gärtner, mich einfach abzuschneiden, wenn ich keine Frucht bringe? Und ich denke, dass erstmal, das ist nicht sein Willen, seine Entscheidung, das ist nur die Konsequenz von dem, was in mir abläuft. Wenn wir eine Pflanze sehen und diese ist komplett ausgedorren oder ein Rahmen auf dem Baum, so schneiden wir diese weg, weil die einfach tot ist. Da gibt es kein Leben. Es bringt nichts, dass sie sich irgendwie etwas vorstellt. Und daher, wenn aber die Pflanze merkt, ich bin weg, ich bin abgeschnitten, ich bin nicht mehr da, dann passiert etwas anderes. Dann können wir überlegen und zurückkommen. Ja, weil ich daran glaube, dass es nicht so definitiv ist, wenn es um unser Leben geht. Weil Jesus immer wieder den Menschen vergibt und immer denen die Chance gibt, wieder und wieder neu anzufangen. Und vielleicht diesmal noch mehr vernetzt mit ihm verbunden. Danke.